Alles hat einen Anfang. Alles hat ein Ende. Das müsste man meinen. Doch einiges hat einen teuflischen Kreislauf. Aus einem Polizeibericht. Erik Müller, 17. Isabel Knechter, 16. Yvonne Ebert, 17. Robert Bauer, 16. Und dessen Bruder Luca Bauer, 14. Es gibt keine weiteren Hinweise des derzeitigen Aufenthaltsorts der Jugendlichen, als auch keine Hinweise auf einen Täter. Den einzigen Hinweis, den man fand, war ein Archiv von Tonaufnahmen. Die Ermittlungen laufen. Die Polizeibeamten, die sich um den Fall kümmern sollten, hörten sich die Tonbänder an. Sie sind alle mit einem Datum versehen. Wie ein Tagebuch. Montag, 24.06.2013. Heute war mal wieder ein langweiliger, aber auch interessanter Tag. Nachdem sie eine Woche krank war, sie hatte sich beim Sportunterricht verletzt, konnte ich Yvonne endlich wieder in ihrer vollen Schönheit bewundern. Ich werde sie irgendwann mal fragen, ob sie mit mir mal ausgehen möchte. Ins Kino oder Eis essen. Es handelt sich offensichtlich um ein Tagebuch einer der beteiligten Personen. Wir werden es weiter untersuchen, um Hinweise zu finden. Donnerstag, 27.06.2013. Ich habe es heute endlich geschafft, Yvonne nach einem Date mit mir zu fragen. Sie hat ja gesagt und wir wollen uns morgen im Park treffen. Ich bin ziemlich nervös und kann jetzt nicht weiterreden, weil ich es einfach nicht glauben kann. Samstag, 29.06.2013. Das Date gestern ist super gelaufen. Hoffentlich fühlt sie genau dasselbe, wie ich für sie empfinde. Heute Abend treffen wir uns im Hauptquartier unserer Clique, dem alten verlassenen Industriegebäude am Rand der Stadt. Roberts kleiner Bruder möchte mit in unsere Clique aufgenommen werden. Dazu muss er aber erstmal das Aufnahmeritual bestehen. Man muss auf einen Zettel seinen eigenen Namen mit den Tropfen seines eigenen Blutes schreiben, verbrennen und die Asche genau um 0 Uhr in einem Kreis um sich ziehen. Danach muss man 3 Kerzen anzünden und sie um sich stellen. Zuletzt klopft man 13 Mal auf den Boden. Durch dieses Ritual wird etwas geschehen, was gefährlich werden kann, wenn man den Kreis verlässt. Dann würde derjenige immer verfolgt werden. Es gab also ein mysteriöses Ritual, sagte einer der Polizisten. Ich glaube aber nicht, dass es etwas mit dem Verschwinden der Jugendlichen zu tun hat. Solcher Aberglaube ist doch totaler Unfug. Sonntag, 30.06.2013. Luca hat das Ritual bestanden. Er ist nun in unserer Clique aufgenommen. Das Ritual verlief eigentlich wie immer. Es ist nicht viel passiert, außer dass Robert ziemliche Angst bekam. Aber das war bei jedem von uns so, der das Ritual gemacht hatte. Ach ja, da war noch etwas. In dieser Nacht hat es ziemlich geregnet und gestürmt. Es sind merkwürdige Dinge passiert. Wir haben Personen reden und Türen quietschen gehört, obwohl das Gebäude eigentlich schon seit Jahren verlassen ist und der Ort sehr abgelegen ist. Dienstag, 2.7.2013. Luca hat endlich die Prüfung bestanden. Ich dachte, der kleine Schisser hätte Angst. Aber er hat es durchgezogen. Ich kann es immer noch nicht glauben. Deswegen musste ich es einfach mal für die Nachwelt festhalten. Eigentlich hat er schon bei Horrorfilmen Angst. Bei dieser Prüfung hat er sich aber mächtig zusammengerissen. Natürlich habe ich diesen Moment genutzt, um Yvonne näher zu kommen. Als die anderen nicht aufgepasst haben, sind wir verschwunden. Die anderen dachten, das Ritual hätte ein Wesen beschworen, welches uns dann entführt hätte. Luca musste hinter einem Busch sein kleines Geschäft erledigen. Wir haben uns dahinter versteckt, gewartet und ihn dann voll erschrocken. Die Polizisten sahen sich gegenseitig in die Augen. Sie dachten zuerst, dass das Verschwinden etwas mit dem Ritual zu tun hätte. Sie waren sich aber jedoch unschlüssig. Also wollten sie die Tapes weiter anhören. Mittwoch, 3.7.2013. Letzte Nacht konnte ich nicht sehr gut schlafen. Ich habe seltsame Geräusche außerhalb des Hauses gehört. Es klang wie ein geisterhaftes Stöhnen. Ich stand auf, um nachzusehen. Im ersten Moment war eine leere Stille. Dunkelheit überzog den Garten. Dann erkannte ich einen Schatten in der Dunkelheit, der sofort wieder verschwand. Ich hoffte, ich hatte es mir nur eingebildet. Und ich hoffte noch mehr, es hat nichts mit dem Ritual zu tun gehabt. Skeptisch sahen sich die Polizisten an.
So langsam glaubten sie auch, dass das Ritual irgendetwas mit dem Fall zu tun haben muss. Nach einer Tasse Kaffee überlegten sie sich, ob dieses Ritual das Verhängnis der 5 Jugendlichen war. Sie verwarfen jedoch den Gedanken und hörten sich weiter die Tapes an. Samstag, 6.7.2013. Letzte Nacht habe ich schon wieder ein geisterhaftes Stöhnen wahrgenommen. Ich sah schon wieder einen Schatten im Garten, der wieder ins Nichts verschwand. Es kamen jedoch die Geräusche aus dem Haus. Ich wollte mich sehr tief in mein Bett verkriechen. Das ging jedoch nicht, da ich die ganze Zeit an diese Geräusche denken musste. Ein weiterer Grund war, dass plötzlich die Temperaturen im Zimmer drastisch sanken. Ich glaube, es verfolgt mich. Die Polizisten sahen sich verdutzt an. So langsam wurde es unheimlich. Sie konnten nicht glauben, was der Junge da erzählt hat. Sie dachten nur, er würde sich damit einen Scherz erlauben. Montag, 8.7.2013. Ich glaube, wir haben etwas Böses heraufbeschworen. Meine Freunde erzählten es mir heute. Ihnen ist etwas Ähnliches passiert. Yvonne erzählte mir, dass es in ihrem Zimmer war und mit ihr sprach. Es sagte die ganze Zeit nur, Yvonne, du bist daran schuld. Später. Ich mach das nicht mehr lange mit. Ich hatte gestern ebenfalls wieder eine Begegnung mit S. Es war wieder eisig kalt im Zimmer und ich wollte mir eine Decke von unten holen. Ein Fenster war offen und erzeugte gruselige Geräusche. Dann auf einmal sah ich S hinterm Fenster, wie es mich anstarrte. Einfach nur anstarrte. Wenn es so weitergeht, dann werde ich mich an die Polizei wenden. Donnerstag, 11.7.2013. Jetzt reicht's. Es war ebenfalls in meinem Zimmer. Es hat überall Schuld mit Blut an meine Wand geschmiert. Ich habe keine Nerven mehr dafür. Yvonne hat mir etwas gezeigt. Es war ebenfalls bei ihr im Zimmer. Sie hatte auf beiden Armen Schuld eingeritzt gehabt. Sie musste ziemlichen Stress mit ihren Eltern gehabt haben. Sie dachten, sie würde sich ritzen. Lukas selber war komplett ruhig. Als wir ihn darauf ansprachen, wurde er total blass im Gesicht. Isabelle hielt uns alle für verrückt. Sie benahm sich an den ganzen Tag seltsam. Sie wird auch von S geplagt. Ich weiß es. Freitag, 12.07.2013. Scheiß Polizisten! Sie haben mir nichts geglaubt! Aber was hätte ich auch von ihnen erwarten sollen? Ich habe mich erkundigt, wie man es stoppen kann. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit. Man muss die Person, die Schuld hat, umbringen. Ich kann es einfach nicht glauben. Wir können doch nicht einfach so Luca umbringen. Naja, er hat jedenfalls das Ritual gemacht und somit es auf uns gehetzt. Ich werde heute mit den anderen darüber sprechen müssen. Luca muss sterben. Einer der Polizisten war fassungslos. Er konnte es einfach nicht glauben. Beide hatten nur den Gedanken, dass das Verschwinden etwas mit es zu tun hat. Es gab nur noch wenige Einträge, doch diese verschlungen dem Polizisten den Atem. Sonntag, 14.07.2013. Luca wollte nicht freiwillig kommen, doch Robert boxte ihn in den Bauch und schleppte ihn ins Industriegebäude. Luca wimmerte um sein Leben und pisste sich dabei in die Hose. Robert musste weinen. Es ging schnell. Ich musste ein Messer mitnehmen. Niemand von uns wollte freiwillig Luca umbringen. Ich musste es erledigen. Ich wollte einfach nur noch, dass dieser Horror so schnell wie möglich vorbei ist. Ich nahm das Messer und schlitzte seine Kehle auf. Robert musste weggehen. Er konnte es nicht mit ansehen, wie sein Bruder blutüberströmt dalag. Ich kann ihn natürlich verstehen. Hoffentlich wurde dadurch es besänftigt. Dem Polizisten wurde nun alles klar. Sie schickten einige Beamten los, um nach der Leiche zu suchen. Sie hörten sich die letzte Aufnahme an. Dienstag,
16.07.2013. Es war ein Fehler. Nicht Luca hatte die Schuld, sondern Yvonne. Es kam diese Nacht zu nah an mich und wollte mich wahrscheinlich umbringen, wenn ich nicht geschrien hätte und meine Eltern gekommen wären. Yvonne erzählte uns heute ihr Geheimnis. Vor 3 Jahren hat sie ihre Schwester ermordet. Ihre Eltern konnten es einfach nicht glauben. Sie wollten nicht glauben, dass Yvonne es war. Sie haben dem Polizisten gesagt, dass es ein Einbrecher war. Die Polizisten konnten keine Hinweise finden. Daher haben sie den Fall zu den Akten gelegt. Wir hätten Yvonne umbringen sollen. In einer lauten Diskussion zwischen uns vier kam mir etwas in den Kopf. Ich habe auf der Internetseite gelesen, dass es besänftigt werden kann, wenn es anderen Menschen findet, die über unser Geheimnis Bescheid wissen. Hört euch auf keinen Fall dieses Tape an. Plötzlich rauschte das Band und man konnte nichts mehr verstehen. Nach einiger Zeit trafen die Polizisten ein, um die Ergebnisse der Suche nach der Leiche zu berichten. Als sie in das Zimmer kamen, mussten sie sich übergeben. Beide Polizisten waren tot und blutüberlaufen auf dem Boden. Mit ihrem Blut stand überall an der Wand: Hör dir das Tape an. Somit hatte es einen Kreislauf erschaffen, der immer weitergeht. Auch du gehörst jetzt zu diesem Teufelskreislauf. Ja, genau du da, der da gerade vor seinem Computer sitzt und sich das hier anhört. Ja, Leute, ihr habt's jetzt schon mitbekommen. Ich hab mich mal dran gewagt, mal eine Creepypasta aufzunehmen, ja. Und zwar hatte ich das mir eigentlich schon immer so ein bisschen geschworen, wenn ich irgendwann mal in die Gelegenheit komme, mir ein besseres Mikro zu kaufen, dann werde ich eine Creepypasta vertonen. Und in die Gelegenheit bin ich ja jetzt gekommen und deswegen habe ich jetzt auch eine Creepypasta vertont. Ja. Um am Ende nochmal was zu sagen, die Creepypasta hieß S, wie es ja schon im Titel stand, und ist von dem lieben Basti, also Zekromaster auf YouTube. Er hat den größten Teil da geschrieben, die haben wir, ach wann war das? Das war schon einige Zeit her, da hatten wir eine Abschluss-Jugendherberge und da haben wir eine Idee gehabt, dass wir das anfangen zu schreiben, da habe ich das noch auf meinem alten HTC geschrieben. Und hab ich dann aber später nicht mehr weiterverfolgt und Basti hat es dann halt verendet. Also bin ich so ein bisschen mit dran schuld gewesen für die Idee, aber er hat es bis zum Ende halt durchgezogen. Und ich muss sagen, die Creepypasta ist echt richtig gut. Und er hat sie auch schon mal vertont. Der Link steht direkt unten in der Beschreibung, der erste Link. Ja, also ich muss sagen, das war jetzt sehr viel Aufwand. So viel Aufwand habe ich noch nie in ein Video so großartig reingesteckt. Dann auch die ganzen Effekte drüberlegen, die ganzen Aufnahmen. Es geht ja auch öfters mal was schief. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es hat Spaß gemacht. Gerade so diese Effekte und so. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt endlich mitbekommen, wie geil dieses Mikrofon eigentlich ist. Und es tut mir aber leid, wenn man an manchen Stellen vielleicht noch so ein paar Übersteuerungen merkt. Das liegt einfach daran, dass ich ja das auch gerade sehe. Hier sind auch wieder Übersteuerungen drin. Ich habe noch überhaupt gar kein Gefühl, wie was für ein Pegel dieses Gerät eigentlich, oder was für eine Empfindlichkeit dieses Gerät hat. Diese Empfindlichkeit von diesem Mikro, das ist so extrem, damit muss ich erstmal klarkommen. Und das ist schon allein durch den Unterschied. Früher hatte ich mein Headset, das hatte ich immer auf den Audioeinstellungen Pegel 100% und dann noch Audioverstärkung plus 10 Dezibel. Und hier habe ich gerade einen Pegel von 65 und das ist schon relativ hoch. Eigentlich könnte ich den sogar noch runterstellen, aber das lasse ich mal an der Stelle, weil das eigentlich so fürs Aufnehmen ganz gut klappt. Und ja, falls ihr mehr solche Creepypastas wollt, dann könnt ihr mir auch Creepypastas einsenden oder ich suche mir halt selber welche raus. Und falls ihr mehr davon wollt, dann schreibt das in die Kommentare oder gebt eine positive Bewertung ab, wie halt bei jedem Video das eigentlich so sein sollte. Und da würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Also bis dann, liebe Leute. Achso, ich möchte noch am Ende sagen, dass das jetzt nicht in einer bestimmten Regelmäßigkeit kommt, sondern immer dann, wenn ich gerade mal Bock habe, so ein Video zu bringen. Also ja, das war's dann. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss!
euer Zirkomas 160. Tschüss.